Ja, herzlich willkommen zum Begabungskongress, liebe Stefanie Wenzlig. Du bist Diplompädagogin und stehst mit Emily Coaching für Konflikt- und Familienberatung zur Verfügung. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne. Bitte stell dich doch nochmal differenzierter vor. Mich interessiert besonders, wie du zu deiner Aufgabe gefunden hast und welche beruflichen Schwerpunkte du so hast. Gut, also zu mir kurz. Ich bin 38, habe 3 Kinder im Alter zwischen 10 und 15. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert an der Uni Regensburg und ich habe mich schon von Anfang an sehr mit dem Thema Erziehung, Familie auseinandergesetzt. Aufgrund dessen, dass ich meine Kinder bereits während des Studiums bekommen habe, da war natürlich dieses Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis dann sehr aktuell und ich habe gemerkt, selbst mir als Profi quasi, fällt sehr schwer, den Druck rauszunehmen und auch mich in den Vordergrund zu stellen und nicht nur zu funktionieren. Und daraus ist dann die Idee entstanden, ich möchte wirklich gezielt Familien und Mütter helfen und sie dabei unterstützen, dass sie etwas gelassener werden in der Familie, in der Erziehung, im Familienalltag. Genau, und daraus ist dann mein jetziges Berufsfeld entstanden, auch dieses Online-Coaching, das es jetzt seit einem Jahr mittlerweile gibt. Und darin konzentriere ich mich auf Erziehungsberatung einerseits. Das sind dann die eher konkreten Fragen zur Erziehung, zu Entwicklungsphasen oder zum Lernen. Und andererseits das Mütter-Coaching. Also darum geht es hier einfach um die Entspannung im Familienleben, gelassener zu werden und zu erziehen und dabei ein glückliches Familienleben zu gestalten, das wir alle verdient haben. Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, was, glaube ich, Tatsache immer ganz viel vergessen wird. Ja, ja. Genau. Was sind das so für Probleme, mit denen die Eltern, oder ich glaube, du arbeitest am meisten mit Müttern, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind so die häufigsten Probleme, mit denen die zu dir kommen? Einerseits eine Überforderung. Also, dass die irgendwann merken, mir wird das alles zu viel. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, ausgelaugt, mir fehlt Energie und ich werde dem nicht gerecht, was ich eigentlich leisten will oder was ich gerne in der Familie haben möchte. Mhm. Und andererseits dann die Unsicherheit in der Erziehung direkt. Also ist es richtig, wie ich das mache? Ist mein Kind normal? Entwickelt es sich normal? Muss ich strafen oder irgendwie geht es gegen mein Gefühl, aber alle sagen, mein Kind braucht Konsequenzen. Ist es richtig? Dieser Umgang einfach mit dem immer selbstständiger werdenden Kind und der Bearbeitung dieser Konflikte. Okay. Ja, ganz wichtige Themen auf jeden Fall. Und ja. Ist das dann Tatsache sehr, sehr einzelfallbezogen oder gibt es da pauschale Schemata, die du da abarbeiten kannst in deiner Arbeit? Oder musst du schon... Es ist sehr individuell, weil jede Familie und natürlich jede Mutter ist anders, jedes Kind ist anders und die Wechselwirkung daraus ergibt immer ein ganz spezielles Problem und Umfeld und deswegen muss ich schon darauf direkt eingehen. Natürlich sind Themen oft wiederholen sich, die Trotzphase ist immer wieder da, die Pubertät, dieses Ablösen, die Schul- und Lernleistung oder Lernbereitschaft, das sind immer wieder Themen, die auftauchen. Ja. Und sehr schön, ja. Da wollen wir auch gleich mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Aus meiner Sicht ist so ein besonderer Schwerpunkt deiner Arbeit das Entspannung oder das Entspannen von Erwartungshaltung. Das hast du ja auch kurz schon angesprochen. Also sowohl die eigene Erwartungshaltung als auch die äußerliche. Das kann ja so einen wahnsinnigen Druck aufbauen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären und erzählen, woran man überhaupt merkt, wenn man in so einer Erwartungshaltungsspirale drinsteckt. Okay, ich werde es versuchen. Ja. Also ich denke, wir kennen das alle. Also jeder, egal ob er jetzt Kinder hat oder nicht, kennt diese Erwartungshaltung. Also es gibt einerseits die Erwartungshaltung an sich selbst, wie ich gerade schon gesagt habe. Auch natürlich dieses Bild, ich muss trotzdem gut aussehen. Ich soll immer Verständnis haben, möglichst lächeln und freundlich und höflich bleiben, obwohl es mich innerlich schon zerreißt. Mhm. Das ist einerseits und es zeigt sich dann natürlich darin, dass ich als Mama versuche, alles zu geben. Ich versuche es jedem recht zu machen. Ich habe so ein Optimalergebnis, das ich aber leider nie wirklich erreiche.
was mich dann frustriert. Und man hat das Gefühl, keiner weiß zu schätzen, was ich überhaupt mache für die Familie. Und ich bin ausgelaugt und energielos. Das sind so diese Wegweiser, wo man dann hinkommt, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Meine Erwartungshaltung passt nicht. Andererseits dann die Erwartungshaltung an das Kind. Ein großer Teil ist dabei, dass ich es mit anderen vergleiche. Mhm. Also wie hat Maria und Max von nebenan abgeschnitten? Damit vergleiche ich mein Kind. Es ist schwierig, weil man so ein fertiges Bild hat und das Kind es selten erfüllen kann. Man hat hier das Gefühl, dass nichts hilft, egal ob ich schimpfe, ob ich gut zurede, ob ich strafe oder Konsequenzen androhe, es hilft nichts. Und beide sind gestresst, Kind und Mutter, und irgendwie geht nichts vorwärts. Daran merkt man, dass das alles nicht so funktioniert und dass die Erwartungshaltung zu groß ist. Man ist enttäuscht, obwohl man scheinbar alles macht. Genau. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass Erwartungshaltungen eigentlich immer Verlierer produzieren. Man kriegt es vorgegeben, aber die Mutter hat zum Beispiel eine Erwartung oder auch der Vater an das Kind. Dann kann das Kind diese erfüllen. Das ist wunderbar, nur man freut sich gar nicht mehr, weil ja die Erwartung da war. Erfüllt das Kind die Erwartung nicht, dann ist man enttäuscht. Mhm. Und so verlieren beide. Keiner kann wirklich Überraschung oder Freude empfinden und es ist halt einfach, es ist so oder es ist nicht so und dann kann man wütend sein oder frustriert oder traurig. Und ja, das ist so ein großes Problem bei dieser Sache. Mhm. Wir bleiben jetzt einfach mal bei den Kindern sozusagen, wenn meine Erwartungshaltung da so irrsinnig groß ist. Das ist ja bestimmt für die Eltern schwierig, sowas von heute auf morgen abzustellen. Wie verfahrt ihr da oder wie arbeitest du denn mit den Eltern? Also das ist ein erster Schritt, dass man sich selbst bewusst macht, dass das Kind einzigartig ist. Und gerade jetzt in dem Gebiet, wo du jetzt bist, bei der Hochbegabung, ist es so, natürlich ist das Kind furchtbar weit, was die Intelligenz, die trifft, aber emotional gesehen ist es ein Kind. Und das kann da nicht mitkommen. Und man hört dann oft, ja, jetzt kann aber das Kind die vierte Wurzel ziehen, aber schafft es nicht, das Zimmer aufzuräumen. Ja. Und da muss man unterscheiden, dass das völlig unterschiedliche Gebiete sind. Und das ein Punkt ist, dass die Eltern schon mal anfangen, das Kind nicht damit zu vergleichen, was andere leisten oder was in irgendeinem Buch steht. Wenn man das mal außer Acht lassen kann, dann fährt man so ein bisschen runter und man kann wieder die positiven Seiten sehen. Das ist aber ein Prozess, das dauert relativ lange. Das geht nicht von heute auf morgen, wie du schon gesagt hast, sondern das muss man immer wieder üben. Ja. Da gibt es so verschiedene Achtsamkeitsübungen oder Aufgaben, die die Eltern dann tagtäglich umsetzen sollen. Und die merken dann in der Regel selber recht schnell, dass das für die ganze Familie sehr entspannend ist, wenn man sich darauf einlässt. Genau. Also ich glaube, da ist der ganz wichtige Punkt dabei, das, was du gerade angesprochen hast, dass man wirklich auch aus Elternsicht da manchmal Schwierigkeit hat, so diese Schere wahrzunehmen zwischen, auf der einen Seite kann man mit denen auch über irrsinnig politische Themen zum Beispiel diskutieren und da setzt sofort, also das merke ich auch bei mir als Mutter, setzt sofort immer irgendwie so eine Schranke ein, du hast eine gleichwertige Person, also einen gleichwertigen Erwachsenen vor dir, mit dem du dich austauschen und unterhalten kannst. Und nach 5 Minuten fällt einem dann was vor die Füße, wo man denkt, na sag mal, das muss man auch wissen in deinem Alter. Und das ist ganz schwierig da als Elternteil, also für die Lehrer wahrscheinlich noch schwieriger, aber für mich finde ich das auch schwierig, da dann so bei der Sache zu bleiben und zu sagen, ja guck mal, aber auf emotionaler Ebene ist er halt einfach noch in seinem Alter und da kann man auch in dem Moment dann wahrscheinlich gar nicht mehr erwarten. Also sich das nochmal bewusst zu machen, finde ich wirklich einen sehr nützlichen Hinweis, ja. Ja, das ist wirklich wichtig und auch für das Kind, weil es wird ja sonst nur weiter unter Druck gesetzt und es ist schwierig dann. Mhm. Genau. Ja. Dann gibt es ja noch die Erwartungshaltung, die ich immer selber an mich habe, also da würde ich fast tippen, dass das ganz vielen Müttern, die Väter lasse ich jetzt mal da so ein klein bisschen raus, das kann ich persönlich nicht beurteilen, aber so die Mütter und Erwartungshaltung an sich selber und
Das ist, glaube ich, auch ein irrsinnig großes Thema. Verfährst du da genauso oder arbeitest du da ein bisschen anders? Es ist wichtig und eigentlich die Voraussetzung dafür, dass der Rest klappt, dass die Mama sich selbst mehr in den Vordergrund stellt und mit sich selbst freundlicher umgeht. Mhm. Das fehlt oft so ein bisschen. Ja. Es reicht oft vollkommen, was die Mama macht. Sie denkt nur, es reicht nicht, weil sie die Bestätigung im Außen sucht. Mhm. Und das funktioniert selten. Man kann dem nicht gerecht werden. Und der Weg, wie man da hinkommt, ist einfach, dass man erst guckt, wo kommt es denn her? Das ist bei jeder Frau anders, mhm. wo diese Erwartungshaltung an sich selbst herkommt. Da muss man erst mal schauen. Es geht dann wirklich in die Richtung Coaching. Das ist dann nicht nur eine kurze Beratung, sondern da muss man dann wirklich am Mindset arbeiten. Und da gehört dann dazu zu erkennen, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig und was denke ich nur, dass es mir wichtig ist, weil es die Gesellschaft vorgibt. Das ist so diese Schere, die man erkennen muss. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren. Dadurch werden die Regeln weniger, mhm. die Erwartungen werden weniger und es kann alles entspannter in der Familie passieren. Okay, also das ist schwierig, das in Eigenregie zu schaffen, sondern da würdest du schon empfehlen, sich so ein bisschen fachliche Hilfe zu suchen. Ja, weil man ja tatsächlich betriebsblind wird in der eigenen Familie und bei sich selbst sowieso. Und man ist sehr streng mit sich selbst und mit den eigenen Kindern. Bei anderen sieht man das viel lockerer. Deswegen ist es gut, wenn jemand von außen drauf blickt, der jetzt nicht emotional in diesem System drin ist. Mhm. Das ist immer, ja, besser. Auf jeden Fall würde ich auch so sehen, ja. Also gerade bei Erwartungshaltung und dem Thema Schule gibt es ja ganz oft so diese Stichwörter, gehört sich aber so oder war alle durch. Und also gerade so Thema Hausaufgaben ist gerade mit hochbegabten Kindern so wiederholende Übung ist da wirklich manchmal ein sehr brisantes und für das Umfeld ein sehr anstrengendes Thema. Das wirft gerade so in der Beziehung Mutter-Kind, finde ich, immer sehr viel Streitigkeiten und Diskussionen auf. Weil man als Mutter so in dieser Vermittlerposition einfach auch zwischen Lehrer und Kind steht. Und das, glaube ich, kann unheimlich belastend sein. Wie kann man da irgendeiner Seite gerecht werden? Oder sollte man überhaupt einer Seite gerecht werden? Wie kann in so einem Punkt etwas mehr Gelassenheit entstehen? Also wichtig ist, denke ich, sich bewusst zu machen, dass tatsächlich das eigene Kind erstmal im Vordergrund steht. Das macht vermutlich sowieso schon viel mit, mhm. aufgrund der vielen Erwartungen, dass man das zu ihm vermittelt, du bist in Ordnung, so wie du bist. Auch damit, dass du jetzt nicht dem Ideal entsprichst, das ein Lehrer zum Beispiel gerne haben möchte. Mhm. Dass man diese Sicherheit zu Hause gibt, diese Sicherheit, diese Geborgenheit und ihm das zeigt. Andererseits ist es gut, mit dem Kind darüber zu sprechen, was in der Schule gefordert wird, aber ohne das zu bewerten. Mhm. Also weder zu sagen, der Lehrer hat immer recht, da musst du jetzt durch, ob du willst oder nicht, noch, ja, der hat ja keine Ahnung, oder so in diese Richtung den Lehrer ein bisschen runterzudrücken, mhm. sondern durchaus ein bisschen Verständnis zeigen, denn die wenigsten Lehrer haben tatsächlich Erfahrung mit Hochbegabung, wenn sie nicht direkt an einer Schule arbeiten, wo das im Zentrum steht. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, zu anfangen, das Gespräch mit dem Lehrer zu suchen und die eigenen Gefühle, was das betrifft, einfach auszusprechen. Oft findet man dann eine Basis, wo man Kompromisse schließen kann, die für beide Seiten gut sind, ohne dass das Kind jetzt als Außenseiter dasteht oder extra Bedienung bekommt. So. Mhm. Genau, also das Gespräch ist da sicher sehr wichtig. Und die Zeit ist ja meistens absehbar mit einem bestimmten Lehrer, wenn es jetzt tatsächlich extreme Probleme gibt. Das nicht so hochstilisieren, sondern es eher als vorübergehend betrachten und zu Hause diesen Druck rausnehmen aus den Hausaufgaben, aus dem Lerndruck, sondern dann wirklich das Kind in den Vordergrund stellen. Mhm. Als Kind. Nicht als Hochbegabter, sondern als Kind und die Zeit haben. Ja. Mhm. Okay, also Druck rausnehmen ist da die beste Empfehlung erstmal. Ja, mhm. und Verständnis haben auch für die Seite des Lehrers. Der macht es in der Regel auch nicht aus böser Absicht,
sondern weil er es in dem Moment nicht besser weiß oder keine Erfahrung hat. Mhm. Genau. Okay. Eine ähnliche Frage ist ja auch immer im Zusammenhang mit dem persönlichen Umfeld. Also da kann, muss nicht, aber aus irgendeinem Grund ruft das Thema Hochbegabung ja auch immer so ein bisschen Neid und Missgunst hervor. Ich habe schon ganz tolle Menschen kennengelernt, die da ganz super mit umgegangen sind, und ich habe auch schon ganz schwierige Situationen erlebt, auch gerade für andere Familien. Also ich bin immer wieder erstaunt, was da so alles gesagt wird. Wo das herkommt, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber wie kann ich da als Familie einen Umgang für mich mitfinden, wenn das Umfeld ein bisschen am Rotieren ist, sage ich mal? Vielleicht sollte man sich vorher überlegen, muss es wirklich jeder wissen? Also möchte ich das wirklich jedem mitteilen oder lasse ich das einfach mal so? Mhm. Und wenn diese Situation auftreten, sich nicht entmutigen lassen als Eltern. Ich denke, es gibt viele, die einfach nicht wissen, dass eine Förderung für hochbegabte Kinder wirklich wichtig ist, sondern die einem dann zum Beispiel unterstellen, man möchte jetzt hier den nächsten Professor trainieren, so in die Richtung. Die wissen es oft tatsächlich nicht. Die hören irgendwo was, das sind so diese Vorurteile, und übernehmen die. Und wenn tatsächlich so, ja, sicher auch gemeine Sprüche manchmal kommen, sich bewusst machen, das sagt tatsächlich viel mehr über diese Person aus als über das Kind oder über die eigene Familie. Und da auf das Bauchgefühl hören und das so weitermachen, wie man das für richtig hält. Denn die Freunde, die das verstehen und die richtig sind, die sind ja da und die kommen auch und sich dann auf diese konzentrieren. Man muss nicht mit jedem klarkommen und es muss nicht jeder die eigene Familiensituation verstehen. Das ist nicht Voraussetzung, um glücklich zu sein. Ja. Genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Also gerade dieser Punkt, dass das, was derjenige sagt, oft viel mehr über ihn aussagt als über die Situation, über die man gerade spricht. Also das begegnet mir im Alltag auch ganz oft und halte ich für sehr wertvoll, sich einfach immer wieder so bewusst zu machen auch. Genau, und dadurch gibt man ja seinem Kind dann auch ein Vorbild, wie man damit umgehen kann. Also das beobachtet ist und hat es dann vielleicht auch leichter, später auf ähnliche Situationen zu reagieren. Mhm. Ja. Okay. Was kann mich da drinnen unterstützen, meine eigenen Bedürfnisse und persönlichen Grenzen wahrzunehmen, diese auch vielleicht mal zum Ausdruck zu bringen? Das ist ja auch nicht immer ganz so leicht. Was sagst du denn da? Was ist denn so deine Theorie dazu? Man muss sie erstmal kennen. Also das ist ganz wichtig, sonst kann man sie nicht wahren. Und viele kennen ihre Grenzen gar nicht, sondern es verschwimmt so mit, was die Gesellschaft zuvor gibt oder was man eben tut. Mhm. Und da würde ich mich tatsächlich einfach mal hinsetzen, in einem ruhigen Moment, und mal so in mich gehen, was mir persönlich wichtig ist. In Bezug auf Grenzen zum Beispiel eine Liste aufstellen im Familienalltag, der Umgang mit anderen Menschen. Was ist mir persönlich wichtig? Mhm. Und dann eben so eine Liste, welche Bedürfnisse möchte ich bei mir öfter wahrnehmen? Ist es Ruhe? Eine halbe Stunde abends einfach nur Ruhe, ohne tiefschürfende Gespräche. Ja. Zeit für mich oder Zeit mit dem Partner, das geht oft alles sehr unter im Alltag. Mhm. Oder mehr Sport machen, das alles aufschreiben und dann gucken, wie setzt man das um und mit der Familie besprechen. Zum Beispiel, mir ist es nicht wichtig, dass meine Kinder den Teller aufessen, aber dass wir gemeinsam zu Abend essen. Dass man sich das so in den Kopf holt. Oder Medien sind normal für Kinder, ist in Ordnung, die zu nutzen. Aber meine persönliche Grenze ist diesbezüglich erreicht abends um 9. Dann müssen die Handys raus und weg. Ja. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann akzeptieren die Kinder das auch viel leichter. Wenn man nur sagt, du musst jetzt, weil es halt so ist und das Handy kommt jetzt raus, das interessiert die nicht großartig. Und dann wird es jeden Abend wieder diesen Konflikt geben. Wenn man aber klar macht, das ist mir wichtig, weil ich Verantwortung für dich habe und mir deine Gesundheit am Herzen liegt, das kommt raus, ohne dass wir da noch groß drüber reden, dann merken die das und dann funktioniert das sehr wohl. Mhm. Aber es muss von einem selbst kommen, keine Du-Anschuldigungen und du musst, weil man, sondern ich möchte das und mir ist das wichtig. Mhm. Genau.
Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Das ist nur so eine kleine Übungssache und sich das bewusst machen. Ja, da, genau. Eigentlich ist es erstmal eine Übung bei sich selber, damit anzufangen. Und dann überträgt sich das auch auf die anderen, glaube ich, relativ einfach. Genau. Das hast du ja vorhin auch so schön diese unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Kinder angesprochen. Also gefühlt sind meine Kinder sind 13 und 15, zwei Jungs. Okay. Gefühlt sind meine Jungs für mich immer noch meine Babys und im Kindergarten. Geruchstechnisch und emotionstechnisch sind sie deutlich in der Pubertät. was kann ich denn tun, um in diesen Entwicklungsphasen nicht immer so ein bisschen hinterher zu hinken, sondern auch tatsächlich in denen anzukommen? Und was kann ich da einfach tun, um sie, also ich sage jetzt mal optimal, das ist jetzt sehr Anspruchshaltung, aber sie da einfach zu begleiten und zu verstehen? Annehmen auf jeden Fall. Sie ist nun mal da, diese Phase, und die ist in der Regel sehr wichtig. Und sich bewusst machen, tausende andere Mütter zweifeln gerade auch ganz furchtbar an sich, weil sie in der gleichen Situation sind. Mhm. Die beste Antwort auf diese Konflikte, die dadurch meist entstehen, ist tatsächlich Liebe und Verständnis, so abgedroschen wie es klingt. Ja. Aber es hilft unglaublich. Und auch diese Konflikte nicht persönlich zu nehmen. Denn die Kinder wollen den Eltern in der Regel nichts Böses, sondern die wollen immer kooperieren unter den Umständen, die eben gerade da sind. Und sehr häufig, gerade Pubertät oder auch Trotzphase vorher, ist es so, dass die Kinder selbst komplett überwältigt sind von diesen Gefühlsausbrüchen und Emotionen, die sie da durchmachen. Und denen geht es ja noch viel schlimmer, denn die können nichts tun und es passiert gerade so viel in ihnen. Wenn man sich dann manchmal vielleicht ins Gedächtnis holt, es ist immer noch dasselbe Kind, wie du gesagt hast, das mein kleines Baby, das ist es tatsächlich. Es wird größer, dann kann man das vielleicht ein bisschen wohlwollender betrachten. Und sie lieben uns Eltern trotzdem. Und sie brauchen unsere Erfahrung in dem Moment. Wir haben das ja schon durch. Und wir sind ja schon die ein bisschen besser drüber nachdenken können in dem Moment. Und wenn wir ihnen das geben und sie annehmen und danach wieder kommen lassen, ohne das immer wieder hochzubringen, was vor zwei Tagen war, dann kann man diese Situation wirklich ganz gut überstehen, ohne dass die Beziehung leidet zum Kind. Ja, ich kann mir auch vorstellen, so dieses einfach jeden Tag nehmen, so wie er kommt, das ist dann manchmal am hilfreichsten, weil letztendlich so eine störrische Phase, die ist vielleicht nach zwei Tagen auch fürs Erste mal kurz dann wieder erledigt. Und also Tatsache so annehmen, wie es ist, da gehe ich auf. Und auch die Gefühle, genau. Also die eigenen, man muss das nicht immer toll finden. Man darf da gestresst und genervt und vielleicht auch wütend sein, aber genauso darf das Kind das. Ja. Das macht es ja auch durch. Und Wut ist eben auch nur ein Gefühl. Mhm. Ja. Du bietest einen Kurs an, der heißt Push Dein Selbst, habe ich auf deiner Seite gefunden. Den finde ich super interessant. Du bietest zum Beispiel Antworten auf folgende Fragen. Soll dein Kind endlich seine Schüchternheit ablegen oder möchtest du, dass dein Kind sich besser durchsetzt? Willst du das Selbstwertgefühl deines Kindes stärken? Das sind ja alles Punkte, die generell bei Kindern durchaus vorkommen können, aber es gibt, also auch in der Hochbegabung ist es ganz oft so, dass sie sich verstecken oder sehr bedeckt halten wollen. Und da geht es dann immer sehr schnell darum, ob die genug Selbstwertgefühl aufgebaut haben. Diese Fragen begegnen mir einfach öfter. Kannst du da ein paar Hilfestellungen, die du so in deinem Kurs gibst, für unsere Eltern mal ausplaudern? Zum Beispiel, das kennen aber viele bestimmt schon, nur die Umsetzung klappt meist nicht so. Das Kind tatsächlich nicht so sehr auf die Schwächen hinweisen, die es hat, wenn etwas nicht geklappt hat, sondern eher das ermutigen, was funktioniert. Mhm. Also den Fokus auf das Positive legen. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das wesentlich mehr bringt für die Entwicklung, als nur zu sagen, das funktioniert nicht. Ja. Ganz wichtig beim Aufbau von Selbstbewusstsein ist das Nein akzeptieren des Kindes. Das wird oft übergangen, meist einfach, weil man es gar nicht merkt, wirklich im Alltag.
Aber wenn dein Kind Nein sagt, dann akzeptiere das, auch wenn es dir nicht gefällt in dem Moment. Mhm. Natürlich nicht, wenn es jetzt um Sachen geht, die gefährlich sind oder was jetzt nicht funktioniert. Ja. Aber prinzipiell sollte ein Kind schon Nein sagen dürfen. Ich möchte nicht mit euch essen gehen. Ist in Ordnung mit 15. Das muss man dann auch akzeptieren. Ja. Oder auch nach der Meinung des Kindes fragen. Es gibt ihm das Gefühl, es ist wertvoll und es wird akzeptiert und es darf selbstbestimmt sprechen. Einfach die Meinung erklären lassen, sie annehmen. Die mag jetzt auch nicht dem entsprechen, was die Eltern meinen. Ja. Aber man sollte sie respektieren. Und wenn ich das zu Hause mache, dann erleichtert es dem Kind, das auch außerhalb des Zuhauses umzusetzen. Mhm. Es ist schwierig für ein Kind, das zu Hause nicht Nein sagen darf, das draußen auch zu tun, weil es nicht gewöhnt ist, dass es selbst gehört wird. Mhm. Also das, denke ich, sind tatsächlich die wichtigsten Punkte, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Okay. Na, auf jeden Fall nützliche Hinweise. Und ich glaube, wenn man die mal so in den Tag mit einbaut, dann ist das gar nicht so leicht dahingesagt, sondern Tatsache auch schwieriger, das so umzusetzen. Genau. Ja. Hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele, von denen du mal berichten könntest, mit was, also wie die Eltern da, mit was für Problemen die zu dir gekommen sind? Also Probleme und vielleicht was du so als Lösung herausarbeiten konntest? Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das beginnt, dass manche Unterstützung brauchen, wie sie zum Beispiel im Kindergarten darlegen, dass ihr Kind jetzt noch nicht schulreif ist oder aus welchem Grund es noch zurückgestellt werden sollte und das tatsächlich verständlich und mit guten Argumenten rüberzubringen. Da kommen tatsächlich Eltern, die nachfragen und nachdem wir dann analysiert haben, wo es liegt, gebe ich ihnen dann tatsächlich Tipps, wie sie es am besten formulieren, dass die Erzieher das auch annehmen können. Also da haben wir auch auf diesen Punkt mit der emotionalen Entwicklung. Das Kind scheint schulreif, aber emotional eben noch gar nicht. Mhm. Und da möchten manche Eltern gerne das noch ein bisschen zurückstellen. Dann haben wir natürlich ganz oft dieses, mein Kind braucht jetzt Grenzen. Es hört nicht auf meine Worte oder sagt einfach Nein oder blöde Mama oder sowas. Also wenn es anfängt, selbstständig zu werden, dann wissen viele wirklich nicht, wie sie reagieren sollen, weil sie verunsichert sind. Es gibt so viele Erziehungsratgeber und Bücher und jeder beansprucht die Wahrheit, aber jeder anders. Und es ist schwer, sich da zurechtzufinden. Und da kommen dann die persönlichen Grenzen ins Spiel, die eigentlich immer Grundpfeiler sein sollten in der Erziehung und so der Ausgangspunkt, um zu gucken, wo will ich hin und was brauche ich. Es ist immer erstmal so ein Ressourcen suchen, was ist da bei uns, wo wollen wir hin und anhand dessen wird dann gearbeitet. Okay. Vielleicht gibt es noch so im Allgemeinen was du den Eltern, Zuschauern hier einfach mit auf den Weg geben möchtest. Ja, ich bin mir sicher, sie wollen alle nur das Beste für ihr Kind und das ist toll. Ja. Aber mehr Vertrauen haben würde, denke ich, nicht schaden. Vertrauen in sich selbst, als Eltern, als Erziehungsberechtigte, als Erwachsene und ganz wichtig, Vertrauen in das Kind. Das macht es in der Regel ganz gut. Die hören noch viel mehr auf ihr Bauchgefühl und das einfach mal so laufen lassen ist manchmal, denke ich, ein ganz guter Rat. Wichtig finde ich auch, das vergessen wir Eltern ganz gern, unser Kind will immer mit uns kooperieren und macht es eigentlich den ganzen Tag. Nur das fällt uns gar nicht auf. Wenn es die Jacke anzieht, die wir wollen, wenn es sich zum Essen setzt, obwohl es gar keinen Hunger hat, es kooperiert ständig mit uns. Und das vergisst man oft. Und wenn man das sieht, dann kann man das wieder ein bisschen entspannter sehen. Ihr seid Vorbild, ihr Eltern. Das solltet ihr auch nie vergessen, und zwar in jeder Hinsicht, im Umgang mit sich selbst, im Umgang mit anderen Leuten, im Umgang mit Partnern. Das übernehmen die Kinder, ob ihr das wollt oder nicht. Und sich das manchmal ins Gedächtnis zu rufen, wäre ganz, ganz gut. Auch was Konfliktlösungen betrifft oder eben die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Nur dann könnt ihr wirklich da sein für euer Kind, wenn ihr euch selber wichtig nehmt. Denn ihr braucht Pausen. Man kann nicht
ohne Pause das ganze Jahr lang für alle da sein, das funktioniert nicht. Und es ist nicht egoistisch, sondern komplett normal und wichtig, dass man sich die Zeit für sich selber nimmt. Ja. Genau. Und dadurch erreicht man auch viel mehr und alles leichter, als wenn man nur Grenzen setzen möchte. Und gesünder ist es auch für alle Seiten. Ja, das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Da waren so ein, zwei Punkte dabei, wo ich auch noch mal kurz drüber nachdenken musste. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit, die du dir genommen hast. Stefanie, wenn die Zuschauer jetzt sagen, Mensch, das war ganz interessant, was ich da gehört habe, und ich glaube, da den ein oder anderen Punkt würde ich da auch gerne nochmal nachrecherchieren oder einfach Kontakt aufnehmen. Wie kann man dich denn erreichen und finden? Auf meiner Homepage www.emmalycoaching.de, aber ich denke, das könntest du vielleicht dann noch einstellen unten. Genau, dann muss man nur draufklicken. Und von da gibt es dann auch sämtliche Links zu meinen Angeboten, zu meinem Blog mit kostenlosen Artikeln zu allen Themen rund um Familie und Erziehung. Mhm. Oder auch in meine Facebook-Gruppe, wo ich kostenlos coache. Wer da beitreten möchte, sehr herzlich willkommen. Ja. Genau. Und wer sich in den Newsletter eintragen mag, ich freue mich, dann verpasst man auch nichts. Es ist jetzt dann auch ein Intensivworkshop geplant für Mütter auf Mallorca. Dann, wenn der rausgeht, dann ja, hört ihr das als erstes. Also ich würde mich freuen, wenn ich neue Leser finde. Ja. Ja, ganz bestimmt. Also da war doch eine ganze Menge Input dabei heute und wo es bestimmt das ein oder andere nochmal nachzufragen gibt. Ja, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die vielen tollen Antworten. Und sehr gerne. Auf bald, würde ich sagen. Ja. Tschüss. Tschüss.